Pfand wegbringen ohne Auto? Keine leichte Aufgabe. Doch jetzt gibt's Lasse, das erste kostenlose Lastenfahrrad in Münster. Steffen Schmidt, Maschinenbauingenieur und passionierter Fahrradfahrer, hat das Projekt ins Leben gerufen. Die Idee ist vor ungefähr einem Jahr entstanden, als ich meine Bienen transportieren wollte oder Bienenvölker transportieren wollte und so recht aber kein Angebot in Münster gefunden habe. Und dann habe ich zusammen mit dem ADFC eben die Idee entwickelt, ein Lastenrad kostenlos anzubieten. Lasse kann bis zu 100 Kilo transportieren, ist bis zu 30 km/h schnell und wird durch Sponsoring aus der Region finanziert. Deswegen ist das Angebot kostenlos. Reserviert wird bequem von zu Hause aus. Die Ausleihe erfolgt nach vorheriger Buchung auf unserer Website, ganz einfach beim Buchungskalender. Gleichzeitig veröffentlichen wir auf unserer Website die Ausleihstation, wer momentan Ausleihstation ist und wo dann Lasse auch abgeholt werden kann. Von uns bekommt die ausleihende Person den Buchungscode, mit dem die dann zu der Ausleihstation geht. Dort wird abgeglichen, ob der Code auch verifiziert ist. Und dann geht es nach einer kleinen Einweisung geht's dann schon los. Die Rückgabe von Lasse erfolgt auch an der gleichen Station, wo man ihn auch abgeholt hat. Und da wird auch dann das Rückgabeformular ausgefüllt, eben gecheckt, ob alles okay ist. Und dann ist der Ausleihvorgang schon abgeschlossen. Ein besonderer Führerschein wird nicht gebraucht. Mindestalter ist jedoch 18 Jahre. Auch wenn das Fahrrad aufgrund seiner Länge ein anderes Fahrgefühl mit sich bringt, brauchen Neugierige keine Angst haben. Es ist immer wieder überraschend, dass die Leute nach kurzer Eingewöhnungszeit einfach total Spaß haben mit dem Fahrrad. Und das Lastenfahrrad ist auch versichert über den ADFC. Und es ist eine Vollkaskoversicherung. Das heißt, die Ausleihenden müssen sich da keine Gedanken drüber machen, wenn da irgendwas passiert. Also, solange es nicht ein grob fahrlässig verursachter Unfall ist, ist das alles kein Problem. Alles klar, so klappt das mit dem Pfandtransport jetzt unkompliziert und umweltfreundlich.